Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder zurück mit einem neuen WhatsApp-Prank, weil es sich so viele von euch gewünscht haben. Und ich noch ein paar Leute habe, die ich auf jeden Fall nicht geprankt habe und die auch nichts von meinen YouTube-Videos wissen. Und die Person, die ich diesmal ausgewählt habe, ist jemand, wonach sehr, sehr viele gefragt haben von euch. Und zwar ist das mein Vater. Ich muss sagen, wir haben so ein cooles Verhältnis miteinander. Ich kann wirklich über alles mit ihm reden. Und er weiß ganz genau, dass er mich nicht immer ernst nehmen muss. Und ich habe mir halt so Gedanken gemacht. Es war echt schwer, einen passenden Song zu finden. Weil die meisten Lieder einfach nur über irgendwie Liebe handeln und eher so einen Freund oder Ex-Freund ansprechen könnten, anstatt gerade den Vater. Deswegen habe ich mich am Ende für The Chainsmokers featuring Daya, Don't Let Me Down, entschieden. Genug gelabert, Becky, fangen wir jetzt endlich mal mit dem Video an. Um ehrlich zu sein, habe ich ja schon ein bisschen Angst, Ihnen das zu schreiben, weil ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen wird. Aber wollen wir mal gucken und einfach mal anfangen. Crash. Hallo, Becky. Wo und wer? Welche? Bist du jetzt? Ist da jemand zusammengebrochen? Right now I need a miracle. Was ist denn passiert? Hast du einen Krankenwagen gerufen? Oder machst du jetzt Witze? Okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange das gut geht und ob das weiterhin funktioniert, aber machen wir mal weiter. Hurry up. Becky, ich bräuchte jetzt 3 Stunden. Du bist gerade da, also musst du einen Krankenwagen rufen. Du kannst doch nicht einfach so jemanden liegen lassen und dann mir schreiben. Das geht nicht. Okay, mit diesem Satz habe ich überhaupt nicht gerechnet. Now I need a miracle. Auf was wartest du? Wer? Wer? Ich kann gerade leider nicht kommen, so schnell wäre ich nicht da. Ist dein Krankenwagen da? Ich kann nicht so schnell da sein, also sag mal. Du kannst nicht jemanden einfach so liegen lassen. Was ist bitte mit dir los? Du bist alt genug, einen Krankenwagen anzurufen. Ja, scheiße, ne? Jetzt macht er sich doch vielleicht ein bisschen Sorgen. Das geht nicht. Ich könnte nicht so schnell da sein. Du musst da anrufen. Es ist deine Pflicht, Hilfe zu rufen, wenn da jemand liegt. Kannst doch nicht schon wieder am Handy kleben. So habe ich dich nicht erzogen, keine Hilfe zu leisten. Ist sonst jemand da? Yeah, I need you right now. Haben die schon einen Krankenwagen gerufen? So don't let me, don't let me, don't let me down. Das tue ich nicht. Aber was ist passiert? Wo bist du gerade? Wieso das denn? Sag nicht, du nimmst Drogen. Ich dachte, wir haben oft genug über das Thema geredet. Was ist in deinem Kopf? Ich bin da, aber sag doch, was passiert ist. Nimmst du mich auf den Arm? Oder warum redest du so ein wirres Zeug? Wo bist du denn? Und wer hat dir bitte Drogen untergejubelt? Sowas ist strafbar. Wie einfach mal am Durchdrehen ist. Was ist denn los? Ich weiß nicht, ob du dir gerade deinen Spaß erlaubst oder das alles ernst meinst. Fragezeichen. Wo bist du? Langsam wird mir das zu bunt. Das Ganze ergibt keinen Sinn. Wieder ein Fragezeichen. Jetzt kommt der beste Part. Wofür? Wenn da jemand einen Krankenwagen braucht, dann ruf einen. Es kann doch nicht sein, dass du wieder nur online bist. Aber jemanden dort einfach liegen lässt. 112. Ruf da an. Ist aber so blöd bin ich jetzt nun auch nicht, ja? Also, nein. Nein. I really thought you were on my side. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, an dieser Stelle werde ich das Ganze jetzt mal auflösen. Ansonsten macht er sich eventuell doch noch irgendwann Sorgen oder zu viel Sorgen oder so. Nicht, dass er sonst was von mir denkt. Schon mit meinem WhatsApp-Prank. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und nein, keine Sorge, mein Vater nimmt sowas immer mit Humor, weil er selber einfach nicht besser ist und mir bestimmt schon 1000 Streiche gespielt hat. Das liegt irgendwie bei uns in der Familie, wenn ich drüber nachdenke. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Bye!